Holger Stanislawski ist beim Talk dort in Kürze und wir treffen ihn hier in seinem riesen Supermarkt in der Dorotheenstraße. Was sind denn die Herausforderungen des großen Unternehmertums? Ja, Personalmanagement. Wir haben natürlich 138 Angestellte, unheimlich viel Ware. Wir haben über 45.000 Artikel. Und da ist es schon logistisch ganz wichtig, dass man eben auch vom Bestellen her das so auch hinkriegt, dass die Regale dann auch immer voll sind für den. Ja. Hast du eine Lieblingsabteilung? Boah, schwer zu sagen, aber ich mag eigentlich gerne vorne so ein bisschen Frische, da wo Obst und Gemüse ist, Salatbar, eigene Herstellung, unsere Gerichte für jeden, den er mal schnell mitnehmen möchte. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Abteilung. Aber so der kleine Fußballplatz im Laden muss schon sein, ne? Ja, wir sind alle drei Inhaber kommen aus dem Fußball. Dementsprechend haben wir gesagt, müssen wir für die Kiddies auch so ein bisschen was machen, wo sie ein bisschen spielen können. Wir erweitern das jetzt nochmal, dass die kleinen Mädchen eben auch noch ein bisschen was haben können, daher ein bisschen am Computer rummalen können. Aber im Moment ist der Fußballplatz eigentlich so die Nummer 1. Kaufen auch Hamburger Promis bei euch ein? Hier kommen einige, ja, von La Soga über Beckmann und. Also sind alle eigentlich da, die hier so auf der Ecke auch wohnen und hausen. Und dementsprechend begrüßen wir die genauso herzlich und freundlich wie alle anderen normalen Kunden auch. Herrlich. Und wir begrüßen dich im Talk dort in Kürze.